Jemand war vor uns hier. Konfuszierungsbefehl. Ne, Konfuszierungsbefehl. Scheint, als hätte Helen Mrs. Ingersolls Warenversteck gefunden. Öl, Zucker, Salz? Sind das nicht die Waren, die Nathaniel Sather gestohlen wurden? Ja, in der Tat. Vorbei. Du bist im Visier. Noch weiter? Nee, jetzt bin ich ja falsch. Ich muss hier sein. Geschäftsbuch von Ingersolls Gemischtwarenladen. Ein Kassenbuch von Ingersolls Laden. Selbes Datum. Die Beträge sind viel höher. Zwei verschiedene Geschäftsbücher. Eines davon weggesperrt in einer Truhe. Ich glaube, ich bin dahinter gekommen. Sie hat ihre eigenen Waren geklaut und sie in den Minen versteckt. Dann hat sie das Geschäftsbuch versteckt, das ihre Lüge auffliegen lassen würde. Warum sollte sie das tun? Der Laden und Nathaniel sind alles, was ihr noch geblieben ist. Sie will sie nicht verlieren. Und Nathaniel kann nicht ohne sein Geld nach Boston aufbrechen. Nathaniel hat sein Versprechen gebrochen und zeigt keine Reue. Er war pleite, also hat er Mrs. Ingersoll für ein paar Münzen von Helen Preece aufgegeben. Wir sollten zu ihm zurückkehren. Mhm. Jetzt ist es plötzlich einfach so. Obwohl, ich komme von hier, ne? Ab nach oben, Hammer.
Mhm. Mrs. Ingersoll? Seid ihr das? Ich glaube schon, Mr. McGrath. Ich glaube schon. Mistress Duat, Grundgütiger, ihr seid ja ebenfalls ein Geist. Wie ist denn das passiert? Ich wollte euch gerade dieselbe Frage stellen. Wir haben versteckte Waren gefunden. Öl, Zucker, ein paar Löffel. Vermutlich gestohlen. Gehören sie euch? Ich denke schon. Oder sie gehörten mir mal. Helen Priest hat Anspruch auf sie erhoben. Im Namen der Kompanie. Und woher weiß Helen Priest das alles? Weil Nathaniel es ihr gesagt hat. Er hat mich hintergangen, mir das Herz gebrochen. Um nach Boston zurückzukehren und dort ein gemütliches Leben zu haben, tritt er unser Vermächtnis mit Füßen. Er hat uns betrogen. Ich wusste, was er im Schilde führte. Deshalb bin ich weg. Und bin deswegen gestorben. Was macht ihr hier? Ihr wart in meinem Laden, dann seid ihr sicher auch Nathaniel begegnet. Würdet ihr ihm etwas von mir ausrichten? Sagt ihm, dass er bleiben muss. Er hat sein Wort gegeben und er muss es halten. Ihr sucht also Nathaniel heim. Aber er hat uns erzählt, ihr hättet eure eigene Geldkassette gestohlen. Wieso? Priest hat meine Waren beschlagnahmt. Mir blieb nur noch das Geld. Ich dachte, ich könnte woanders neu anfangen. In Boston, wo alles begann. Ihr hattet das anders geplant, vermute ich. Ich bin noch nicht fertig. Ihr werdet schon sehen. Okay. Ich würde euch gerne ein paar Fragen stellen, wenn es euch nichts ausmacht. In welcher Beziehung steht ihr zu Nathaniel? Woher kennt ihr euch? Eines Tages kam ein Waisenjunge in den Laden in Boston, wollte das Handwerk lernen, wollte Hüte verkaufen. Jeder braucht schließlich Hüte, sagte er. Wir stellten ihn ein. Seitdem ist er bei uns. Er ist mein Marktschreier, mein Verkäufer. Er ist dazu geboren. Und schreiben kann er auch gut. Ihr solltet mal die Briefe lesen, die er an seinen Freund Thomas in Boston schreibt. Erzählt mir mehr über Thomas. Er und Nathaniel stehen sich sehr nah. Nettie schreibt ihm mindestens einmal im Monat. Wart ihr je verheiratet, Mistress Duarte? Es gab eine Zeit, da hätte ich euch verurteilt, wärt ihr es nicht gewesen. Jetzt weiß ich es besser. Liebe ist Liebe, egal in welcher Form. Nettie liebt Thomas, so wie jedermann seine Frau lieben würde. Vielleicht sogar noch mehr. Was haltet ihr davon? Da widerspreche ich nicht. Aber manchmal erfordert Liebe auch schreckliche Opfer. Woher stammt ihr? Ursprünglich aus Boston. Aber jetzt eben New Eden. Und ihr? Ich wurde auf Kuba geboren. Aber jetzt lebe ich überall und nirgends. Habt ihr euren Gatten in Boston kennengelernt? Ja. Ich besuchte eines Tages seinen Laden und da sah ich ihn. Und ihr? Habt ihr Mr. McGrath auf Kuba kennengelernt? Um Himmels Willen, nein. Wir haben uns in London kennengelernt, durch die Arbeit. Ja, das kommt vor, habe ich mir sagen lassen. Ja. Wir müssen weiter, aber wir werden uns wiedersehen. Eins davon wäre besser als das andere, aber ich weiß noch nicht welches. Okay. Nathaniel. Come over here. Stimmt, das war der Nathaniel. Können wir uns unterhalten, Mr. Sather? Nichts wäre mir lieber. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Wir müssen über die Bücher der Witwe sprechen. Stehen ziemlich mager da. Ihr überrascht mich, mein Herr. Soll heißen, dass ihr das ganz und gar nicht tut. Wäre die Kasse prall gefüllt, ich wäre schon fast in Boston. Verschleudert ihr deshalb eure Waren? Alles muss raus, mein Herr. Ich schleppe den Krempel doch nicht zurück nach Boston. Außerdem kann ich mit dem Geld die Reise bezahlen. Bathsheba hat das Geld, das sie euch schuldig war, einbehalten. Und jetzt sitzt ihr hier fest. Und Boston ist nur noch eine blasse Erinnerung? Ihr habt den Nagel auf den Kopf getroffen. Jetzt versteht ihr, warum ich es so eilig habe.
Ich habe schlechte Neuigkeiten. Ich habe Bathshebas Leiche gefunden. Die Wölfe haben sie erwischt. Oh nein. Die arme Witwe Ingersoll. Ich hatte aufrichtig gehofft, sie hätte es bis nach Boston geschafft. Habt ihr das Geld gefunden? Ich habe etwas anderes gefunden. Einen Zettel. Ihr habt Priest gesteckt, wo genau sich die von Mrs. Ingersoll in den Minen versteckten Waren befinden. Ah. Nun, ich könnte euch mehrere Erklärungen dafür geben. Aber ihr seid sicher an keiner davon interessiert. Er nichts. Es war richtig. Ich folgte Bathsheba zu ihrem Versteck und erzählte dann Mrs. Priest, wo sie findet. Die Waren sind überlebensnotwendig. Sie zu verkaufen wäre falsch. Ihr habt eure Chefin angelogen. Hat sie es verdient? Wisst ihr, Bathsheba war nicht mehr Herrin ihrer Sinne. Sie lebte in der Vergangenheit, während wir in der Gegenwart leben und die Zukunft in riesigen Schritten auf uns zurast. Sie ertrinkt in Trauer und ihre Freunde und Nachbarn müssen es ausbaden. Sie wollte die Waren nicht hergeben. Also habe ich die Entscheidung gefällt. In Ordnung. Die Zeit ist gekommen. Okay. Ich verstehe euch, Mr. Sather. Aber ich würde auch gern hören, was Bathsheba Ingersoll dazu zu sagen hat. Ihr nicht? Herr Allmächtiger, was ist das? Seid unbesorgt, Nathaniel. Das ist der Geist, der den Laden heimsucht. Bathsheba Ingersoll. Seid ihr zurück, um mir wieder einmal zu sagen, dass ihr mich nicht bezahlt? Dieses Geld ist das Vermächtnis meines Gatten und ich entscheide, was damit geschehen soll. Das Geld gehört mir. Ich habe es verdient. All die Jahre habe ich mein Versprechen gehalten. Im Gegensatz zu euch. Ihr habt über die Bücher gelogen. Ihr habt mich betrogen. Ich, eine Betrügerin? Du hast meinem Gatten am Sterbebett versprochen, dass der Laden nicht untergeht. Du hast einem Sterbenden dein Wort gegeben und es dann gebrochen. Ich habe geschworen, euch während eurer Trauer zu unterstützen. Den Laden während dieser Zeit zu führen. Aber ihr habt überhaupt nicht getrauert. Stattdessen habt ihr all eure Kraft in das Geschäft gesteckt. Ihr könnt es nicht loslassen. Ihr könnt ihn nicht loslassen. Ich kann meine Zeit nicht weiter für euch opfern. Ich muss mein Leben leben. Euer toter Gatte muss das nicht mehr. Ihr müsst mich gehen lassen. Indem du sein Geschäft aufgibst, beerdigst du meinen Mann ein zweites Mal. Der Name Ingersoll wird wegen dir verschwinden. Zeit, das zu beenden. Tschüss, Dude. Nathaniel Sather, ihr habt einen sterbenden Mann betrogen. Den Mann, der euch alles gab. Das hat den zornigen Geist seiner Witwe zurückgerufen. Was ist das? Was macht ihr da? Jemand muss die Zeche zahlen. Warum also nicht ihr? Der Laden, Junge, habe die Rechnung des Verbanners beglichen. Okay, er ist ein Tod also der hat eingesehen, dass er sterben muss. Schlüssel. Irgendwo war noch was, wo ich nicht reinkam, ne? Also, Kiste, wo ich nicht reinkam. War die hier? Natürlich nicht. Unten war die, glaube ich, ne? Jetzt nachlugen. Ja. Ja, oder? Eine Karte. Was soll ich mit einer scheiß Karte, Mann? Ist das eine Schatzkarte? Ja. Es ist ziemlich verblichen, aber ich kann ein Wort erkennen. Fluch. Eine verfluchte Schatzkarte. Oder eine Karte zu einem verfluchten Schatz. Eine Karte, der wir natürlich folgen werden. Na, ich für meinen Teil liebe eine gute Schatzsuche.
Träum weiter. Brauche ich nicht. So. Jetzt habe ich noch zwei Nebenquests. Die da oben und dann hier unten, wo später noch die Hauptquest weitergeht. Hallo, dahin. Da lang. Guck mal eben kurz, ob ich upgraden kann und so. Entwicklung. Ah, ich kann das hier auf jeden Fall machen. Okay. Okay. Ich habe drei blaue. Das heißt. Auch blau, ne? Wenn der Gegner von einem Tier getroffen wird, regeneriert dies die Abgezeit von der Manifestation einer Sekunde. Gegner mit einer Manifestation besiegt wird, erleidest du durch den nächsten Angriff weniger Schaden. Okay. Wenn der Gegner erfolgreich verbannt wird, wird die Fusionsanzeige um 25% aufgefüllt. Okay. Du erleidest 15% weniger Schaden, aber die Abhängigkeiten von Manifestationen werden um 30% erhöht. Nee. Wenn ein Gegner während Fusion besiegt wird, werden 20% der Lebenspunkte wiederhergestellt. Wenn ein Gegner mit einem aufgeladenen schweren Angriff besiegt wird, werden 15% der maximalen Geisterpunkte wiederhergestellt. Ich mach mal das. Einmal. Einen von den beiden nehmen. Zweimal, ob solche noch. Bei Tumsatz verursacht 100% mehr Schaden, aber die Abgezeit wird um 150% erhöht. Der vierte Schlagangriff erhöht den Schaden der nächsten Manifestation. Da muss ich quasi erstmal viermal draufhauen und dann erst den einmachen. Und ein rotes. Was habe ich hier? Wenn ein Gegner mit einem aufgeladenen schweren Angriff besiegt wird, wird die Bannerzeige aufgefüllt. Gegner mit einem Gewehr getroffen wird, versucht der nächste schwere Angriff 30% mehr Schaden. Verbannen hinterlässt einen schädigen Wirkungsbereich um das Ziel herum. Okay. Huch. Du erhältst 15% mehr Lebenspunkte, du erhältst 15% mehr Geistpunkte, du erhältst 15% mehr Bannpunkte. Aber du erleidest 25% mehr Schaden. Allerdings erleide ich momentan alles hier für Schaden. Mal gucken. Kombo-Angriff. Nach einem Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr wird ein Schlagangriff ausgeführt, der Widerstände ignoriert. Oh. Geht um den anwesenden Gegner zu Boden wirft. Das ist auch gut. Wenn der Gegner erfolgreich verbannt wird, versucht den nächsten. Und das hier. Was denn drunter, ey? Cool. Also wieso sehr viel mit dem Gewehr auch mache, passt das doch. Aber das mit diesen 3x15% mehr oder 25% mehr Schaden, würde ich auch nehmen. Könnte ich mir später noch. Da meiste Angriffe nicht so viel Schaden machen, ist das erstmal in Ordnung. Fehlt ja noch was. Hier, bedien dich! Beides umgesetzt. Gewehrschusstreffer und dann viermal Angriff plus Manifestation. Ist gut. Ja, danach.
2, 3, 4. Ja, das müssen 2 in der Row sein, ne? 4 in der Reihe. Seht das doch nicht. Leider der vierte, leider. Beziehungsweise der dritte erstmal nicht getroffen hat. Ne, beziehungsweise der vierte. Der vierte. Hat das insgesamt nicht gezählt. Ich spüre etwas in der Nähe. Oh, was? Was für eine Geschichte das jetzt hat. Ein Mord von der übelsten Sorte. War das Abigail Rumble? Ich denke schon. Was nun? Ihr noch? Black Estate. Oder Bleach Estate, keine Ahnung. Und alle, die außerhalb der Mauern vor Chirkus leben, die Angriffe auf unsere Gemeinde häufen sich. Punkt. Und so weiter und so fort. Okay. Er hat mich umgebracht. Mich getötet. Wir sollten wohl mal ein Wörtchen mit ihrem Gemahl sprechen. Wer sagt, er hätte keine Sünde, der betrügt sich selbst. Die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er liebevoll und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Übel. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, wenn ich nicht irre. Verse 8 und 9. Ihr kennt die Bibel. Ein wenig. Red McGrath, Verbanner. Wir können uns gern über die Heilige Schrift unterhalten. John Rumble. Ich bin nicht wirklich in Gesprächslaune, mein Herr. Warum nicht? Gibt's was Neues hier? Neues? Inwiefern? Was könnt ihr mir über Captain Pennington erzählen? Nun muss der Herrgott sich um ihn kümmern. Das war kurz und knapp. Könnt ihr mir mehr über Helen Priest erzählen? Sie ist ein Glück für uns. Ich danke Gott, dass es sie gibt. Das ist alles. Ich möchte mehr über Sebastian Priest wissen. Kanntet ihr ihn? Nein, aber ich kannte den Namen des Leutnants. Jeder kannte ihn. Er starb als Held. Ein geringer Trost für Helen. Ist eure Frau da? Ich habe sie nicht gesehen. Abigail ist tot. Ah. Mein aufrichtiges Beileid. Danke. Belassen wir es dabei. Und was immer ihr gehört habt, es stimmt nicht. Was hätte ich denn hören sollen? Spart euch euren Spott. Ich weiß, was die Leute reden, was ihr alle denkt. Es war ein Unfall. Ein furchtbarer Unfall. Ich will nicht weiter darüber reden. Für jemanden, der gerade seine Frau verloren hat, wirkt er recht entspannt. Ein Unfall? Wie ist sie gestorben? Sie ist gestürzt. Sie stand an der Klippe und rutschte aus. Den Sturz hat sie nicht überlebt. Und nun lasst mich in Frieden.
Er macht die Schotten dicht. Wir brauchen ein Druckmittel, um ihn zum Reden zu bringen. Ob man ihm das glauben soll, man weiß es nicht, gell? Guck mal. Aber kurz aktivieren. Ein sicherer Hafen. Sollten wir einen Moment Ruhe benötigen. Ich weiß, die Bibel. Entziehe sich nicht eins dem anderen. Puritanische Gebete und auferlegter Geschlechtsverkehr in der Ehe. Herrliches Leben. Okay. John. Abigail schlief wohl nicht länger im Ehebett und das hat ihn sehr verärgert. Für Puritaner ein Sakrileg. Aber warum fühlt er sich schuldig, wenn ihr Tod ein Unfall war? Jeder ist irgendwie schuldig. Schätze den Diener von ein alter Schlüssel. Wie praktisch. Mit etwas Glück öffnet er eine Tür in Bly Manor. Und was wollte er sagen? Ich nehme Fetzen eines vergangenen Gesprächs wahr. Momentaufnahmen der Vergangenheit sind noch immer hier. Dann gucken wir mal rein. Askel Fogachsmal. Du aufhören, jedes Mal vor mir wegzulaufen, wenn ich mit dir sprechen möchte? Sprechen ist was anderes, Abigail. Wir sprechen nicht miteinander. Schon lange nicht mehr. Du beschimpfst mich. Du putzt mich runter, Abigail. Ja, da hau ich ab. Du kümmerst dich um nichts. Nicht um mich, nicht um unser Leben hier. Ich gab alles auf, um dir an diesem gottverlassenen Ort zu folgen und dich kümmert es nicht, ob wir hierher passen. Wir sind hier wie eingesperrt. Ich könnte morgen tot sein und du würdest nicht einmal mit dir wegfahren. Du hast recht, das würde ich nicht. Ist mir alles egal. Warum haust du nicht ab und bringst dich um, damit ich endlich Frieden habe? Kein netter Geselle, wie sich herausgestellt hat. Das war voll gemein. Die Verachtung zwischen den beiden war gewaltig. Ein hoher Tribut dafür, sich selbst zu vergessen. Digga, ey, das war ganz schön gemein, was er da teilweise gesagt hat. Muss Abigail gehören? Jeder trauert auf seine Weise. Ich weiß. Sie waren einmal sehr verliebt. Tja,